Hi, wir sind Melinda und David, zwei Baristas auf Reisen. 2018 sind wir für 15 Monate mit unseren Backpacks um die Welt gereist. Danach haben wir uns einen Van gekauft und selbst ausgebaut. Nun leben wir seit 4 Monaten Vollzeit in unserem Bus und sind aktuell in Schweden unterwegs. Im heutigen Video nehmen wir euch durch Göteborg mit und treffen eine schwere Entscheidung, die ihr zum Ende des Videos erfahren werdet. Moin moin und hallo, oder wie man hier in Schweden sagt... Hey, hey. Ja, wir verlassen diesen wunderschönen Platz heute und werden uns Richtung Göteborg machen. Mal schauen, was die Stadt so zu bieten hat. Wir sind gespannt, wo wir stehen werden, vielleicht auf dem Campingplatz. Und dann schauen wir mal, wie die Stadt so auf uns wirkt. Fasten ist jetzt vorbei, deswegen trauen wir uns auf jeden Fall mal wieder in die Stadt rein und wir sind richtig gespannt. Unterwegs ist uns auch schon ein Missgeschick passiert. Naja, müssen wir mal gucken, was jetzt gerade kaputt gegangen ist. Oh shit, unser ganzes Kaffee-Equipment liegt hier verteilt. French Press im Arsch, oh no. V60 oh no. Im Arsch. Oh no, 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 no. Hey Rambo, die Kurven, ne? Ein bisschen sanfter nehmen. Immer wenn ich fahre, aber ich bin sanft die Kurve gefahren. Ich glaube, der Schrank war nicht richtig zu. Ja, da lag auf einmal alles auf dem Boden. Ja, unser kleiner Rambo hier. Das ist nicht meine Schuld. Das ist die Schuld der Straße einfach gewesen. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil es sind ja nur Dinge kaputt gegangen, die wir eh nicht brauchen. Genau. Und es sind nur Glasscherben, von daher, Glasscherben bringen ihr Glück. Mhm. Ja, und ganz zufälligerweise mussten wir dann, ihr werdet es hier sehen, bei dieser großen Kette anhalten, weil das war der nächstgelegene Rastplatz. Und ja, Melli hat sich jetzt hier ein Avocado-Brot gemacht und hier für mich gibt es einen veganen Burger mit Pommes. Sehr gesund nach dem Fasten, ich sag's euch. Ich sag's euch. Wären wir auf dem Platz geblieben, dann hätten wir heute keine Scherben und auch kein Fastfood, aber ja, angesichts der Tatsache gönne ich mir das jetzt mal. Jetzt geht's weiter und ja. Da braucht man gar nicht böse sein oder sauer sein, wenn sowas passiert, weil wir wissen ja auch nicht, vor was uns das schützt. Ne? Das versuchen wir uns irgendwie immer so bewusst zu machen, weil jetzt haben wir natürlich 20 Minuten oder so hier gestanden und aufgeräumt und wer weiß, was passiert wäre, wenn wir weitergefahren wären. Also, Scherben weggeworfen, aber das Wichtigste ist, uns geht's gut. Und Melli fährt weiter. Eigentlich will ich gar nicht. Also wenn ihr mit dem Camper oder auch mit dem Auto nach Göteborg reinfahrt, dann müsst ihr aufpassen, weil in Göteborg und auch Stockholm gibt es eine sogenannte City-Maut. Alle anderen Autobahnen und auch Schnellstraßen sind mautfrei, also kostenfrei zu benutzen. Und wir nehmen jetzt eine mautfreie Straße nach Göteborg und sind jetzt auch gleich auf einem Campingplatz und schauen wir mal, ob der was frei hat. Denn auch in Göteborg gibt es richtig viele Berichte, so wie über jede schwedische Großstadt, dass in die Wohnmobile im Minutentakt eingebrochen wird. Deswegen möchten wir uns auf einen Campingplatz stellen. Okay, da ist der Campingplatz. Wir sind angekommen. Ich verlinke euch den mal unten in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt 30 Euro für eine Nacht bezahlt. Bleiben jetzt 2 Nächte hier
Und wir können heute endlich wieder warm duschen. Da freue ich mich richtig ja, drauf. Ja, ich mich auch. Ja. Und jetzt nehmen wir die Straßenbahnlinie 5 Richtung Göteborg City. Bevor wir jetzt aber in die City gehen, fällt mir ein, ich habe noch ein riesengroßes Anliegen an euch. Abonniert bitte einfach unseren Kanal, Leute. Was ist los mit euch? Ich sehe, dass über 70% sich den Kanal anschauen. Ja, das ist Melli, die gerade... Oh, sorry. Und uns aber nicht folgen. Leute, das ist kostenlos, das kostet euch nichts. Drückt einfach auf diesen Abo-Button. Ja, das würde uns nämlich total unterstützen, wenn ihr das macht. Okay, so. Message ist raus und wir gehen auch raus. Na gut. Ja, wir sind jetzt mit der Straßenbahn in die Stadt reingefahren und das Ticket hat pro Person 11 Euro gekostet. Die kann man ganz einfach online ergattern und das Ticket ist 24 Stunden gültig. Und jetzt gehen wir in ein tolles Café. Tschüss! Ich hab noch Kaffee besorgt. Ja, richtig cool. Der Typ drinne. Argentinier hat eine deutsche Frau. Die sind jetzt beide hierher gezogen aus Deutschland. Und jetzt leben sie hier in Schweden. Ja, richtig nice. Geht's gut hier? Richtig nicer Barista. Dem geht's voll gut hier. Als Barista verdient man hier oben mehr. Wie in Deutschland. Also verglichen mit Deutschland. Aber er meint auch, er gibt natürlich auch viel mehr Geld aus, weil hier alles teurer ist. Mhm. Und ich habe uns jetzt einen guten Kaffee geholt aus Ruanda. Gewaschen, fruchtig für Filter und... Ups, ich habe ein bisschen gewackelt. So. Der Preis, 13 Euro. So, das ist ein guter Preis für einen guten Kaffee. 250 Gramm. Naja, ist okay. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen Göteborg an. Yes. Hier im Viertel Haga und ich muss auch schon sagen, ich bin jetzt nicht so der Stadtmensch, aber mir gefällt Göteborg bis jetzt sehr, sehr gut. Es ist die zweitgrößte Stadt in Schweden und es ist so ruhig hier, es ist so eine schöne Atmosphäre, ja auch gerade hier in dem Viertel. Ja, hinter mir findet gerade der Joggingwettbewerb statt. Weiß nicht, vielleicht müssen wir auch wegrennen, vielleicht ist da irgendwas, aber wir werden hier morgen auf jeden Fall auch nochmal in das Viertel zurückkommen, denn hier gibt es richtig viele schöne kleine Shops und die gucken wir uns morgen nochmal genauer an. Und generell werden wir auch nochmal ganz viel durch Göteborg laufen. Für heute machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zurück zum Campingplatz. Thank you.
Ja, wir sind heute wieder in Göteborg unterwegs und wir wollen noch ein paar Cafés abklappern, Secondhand-Läden uns anschauen und nochmal das Viertel Hager besuchen. Vielleicht finden wir noch richtig schöne Kaffeetassen, weil das suchen wir schon etwas länger. Richtig schöne Pottery-Tassen für unser Latte-Art und ja. Und einfach mal ein bisschen die Stadt genießen und einfach hier rumschlendern. Auf jeden Fall gefällt uns das schon mal sehr gut. Die Atmosphäre ist richtig schön und hier gibt es richtig tolle Sachen zu entdecken. Bevor es weitergeht, werden wir uns jetzt ein bisschen stärken. Wir haben hier so einen richtig coolen Foodtruck entdeckt und da konnten wir jetzt leider nicht dran vorbeilaufen. Also gibt es für mich einen veganen Wrap und für David vegane Burger. Zwei sogar, weil die so klein sind. Mmh. Also mein Wrap, der ist richtig groß, hat 9 Euro gekostet und Davids Menü 11 Euro. Ja, du hast sogar einen veganen Döner. Ja, das ist so ein veganer Wrap. Boah, da möchte ich auch mal abbeißen von. Schaffst du doch nicht alleine. Hier besichtigen und ich weiß nicht, ob wir auf den richtigen Weg sind. Wo sind wir hier gelandet? Ich bin noch nicht so fit. Da lang. Ja, irgendwie haben wir es damit. Ach ja, da ist es. Nicht offizielle Wege zu laufen. Ja. Ja, die Aussicht war... Geht so. Ja. Sehr bebaut, der Ausblick. Ja, und sehr viele Baustellen. Aber es war eine Aussicht auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt entschieden, doch zurück zum Campingplatz zu laufen, beziehungsweise zur Bahn zu laufen, weil unser Ticket, das läuft in einer halben Stunde ab. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Sonst müssen wir nochmal ein neues Ticket ziehen. Und dann machen wir uns ein schönes, gemütliches Kaffeekränzchen. Bei uns am Bus. Genau. Ja, apropos Ausblick. Hier sind wir jetzt am Campingplatz angekommen und haben hier auch einen richtig schönen Ausblick. Wir haben eine Tischdecke dabei gehabt. Die haben wir noch gar nicht benutzt bis jetzt. Guck mal. Jetzt haben wir uns hier so einen schönen Kaffeetisch gemacht. Die Sonne scheint. Ja, ein paar andere Camper sind natürlich auch da. Aber an und für sich haben wir noch eine richtig schöne Aussicht, ne? Ja. Ja, hier machen wir es uns jetzt gemütlich. Heute gibt es einen Bananenshake mit Kaffee und Feigen mit Datteln und Nüssen. Also, ich würde mal sagen, schon lange nicht mehr so lecker in einem Café gesessen und gegessen, oder? Hm. Es fehlt auch so in den Cafés. Total. Ja, das gibt's nur bei uns. So, da sitzen wir jetzt und erzählen euch jetzt mal die Neuigkeit. Für alle, die uns schon länger folgen, die wissen, dass wir eigentlich ganz gerne mal einen Kaffee aufmachen möchten. Und das war auch der Grund, warum wir damals auf so eine Backpacker-Reise auch gegangen sind. Also einer der Gründe. Wir wollten auf jeden Fall was von der Welt sehen, unterschiedliche Kulturen erleben, aber wir waren schon von Anfang an immer unterwegs. Auf der Suche nach gutem Kaffee, ja. Und Ideen zu sammeln für unser Café, was wir dann halt irgendwann eröffnen werden. Am besten halt nach der Reise. Ja, wir haben uns Speisekarten angeguckt, wir haben Fotos gemacht, wir haben uns wirklich inspirieren lassen.
Genau, und dann sind wir auch wieder zurück, weil ich habe ja vorher als Friseurin gearbeitet, hatte einen eigenen Friseursalon, den habe ich ja dann verkauft. Und dann hatten wir auch mal überlegt, so eine Kombi aus Kaffee und Friseur zu machen. Aber irgendwie hatte ich auch Lust, in dem Bereich Kaffee noch mal ein bisschen was zu lernen. Und sind wir zurück von der Reise und haben ja dann in Mannheim gelebt. Und habe ich halt auch angefangen als Barista zu arbeiten. Ja, du wolltest dich so ein bisschen weiterbilden, du hast auch Schulungen besucht. Ich hatte auch in einem Café in Mannheim gearbeitet und habe dann auch noch das Café gewechselt, als dann die Pandemie, die erste Welle gekommen ist und der Lockdown quasi angefangen hat, hat auch ein zweites Café, ein anderes Café aufgemacht und ich durfte als Betriebsleiter arbeiten. So, und die Chance habe ich natürlich genutzt. Genau, um halt natürlich auch nochmal da mehr Erfahrung zu sammeln. Ja. Immer mit dem Hintergrund, ein eigenes Café zu eröffnen. Ja, und dann hatten wir ein Wahnsinnsgespräch, das war noch vor der Vanreise mit unserem Vermieter von der Wohnung. Und er hatte uns angeboten, weil in dem Haus, in dem wir wohnen oder noch wohnen, ist ein Gewerberaum, der frei wird. Und sein Traum war eigentlich auch schon immer, da einen Kaffee reinzumachen. Und wir dachten uns, hey, das ist ja richtig geil, weil unser Traum ist es, einen Kaffee zu öffnen. Und dann haben wir uns richtig lange unterhalten und auch schon Ideen ausgetauscht. Es hat auch richtig gut gepasst und er ist auch super, super lieb. Also wäre perfekt gewesen. Es wäre perfekt gewesen. Wir sagen wäre. Ja, weil wir hatten ihm auch schon damals gesagt, wir möchten, die Reise hier im Van, die war schon geplant, wir möchten auf jeden Fall erstmal diese Reise machen. Genau, wir haben ja unsere Wohnung auch nur für ein halbes Jahr untervermietet, weil wir ja gedacht haben, wir probieren das erstmal ein halbes Jahr aus und dann kommen wir zurück und dann werden wir diesen Raum renovieren, um unser Café dann dort Anfang nächsten Jahres, haben wir gedacht, so März, April, das Café dann zu eröffnen. Ja. Ja, jetzt kam doch alles anders. Jetzt, also eigentlich ist das andere alles so geblieben, aber für uns kam alles anders. Für uns kam alles anders. Weil anders? Wir sind jetzt seit 4 Monaten unterwegs im Van. Wir fühlen uns so pudelwohl, wie wir uns das halt niemals vorstellen können. Wir verdienen auch schon den ein oder anderen Euro damit und haben halt einfach gemerkt, wie schön und dieses Leben ist und wie gut es uns auch tut. Genau, es gefällt uns halt sehr gut und wir können uns jetzt nicht vorstellen, quasi in 2 Monaten zurück in unsere alte Wohnung zu ziehen und dann halt die Vorbereitung für eine Kaffeeeröffnung vorzunehmen. Ja. Ja, das an alle, die jetzt schon lange warten, weil wir kriegen ja auch immer viele Nachrichten von euch. Wann eröffnet ihr ein Café? Wann ist es soweit? Viele Stammkunden hätten wir wahrscheinlich schon mal. Müsst euch leider noch ein bisschen gedulden. Ja, also das, was wir jetzt dazu sagen wollen, die schwere Entscheidung war, dass wir es jetzt letztendlich unseren jetzigen Vermieter abgesagt haben, dass wir dieses Café nicht eröffnen werden, Anfang nächsten Jahres. Das ist zum einen die schwere Entscheidung gewesen, also ihm das so zu sagen, aber es auch uns noch einmal selbst klar zu machen, dass wir das, was wir jetzt gerade machen als Content Creator, weiter fortführen möchten. Also nicht nur über diese 6 Testmonate, sondern weiter darüber hinaus. Und halt in Deutschland alles kündigen werden und alles auflösen werden. Das kommt noch dazu. Wir werden dann halt komplett in unseren Bus ziehen, wir werden die Wohnung auflösen, wir möchten alles komplett verkaufen. Also wir vielleicht 2-3 Kisten mit unseren emotionalen Sachen, aber sonst wollen wir... Wer uns schon länger folgt, der erinnert das vielleicht an vor 3 Jahren mittlerweile, als wir damals auf Backpacker-Reise gegangen sind, haben wir auch unsere komplette Wohnung aufgelöst, haben fast alles verkauft, 80%, sage ich mal, der Sachen haben wir verkauft. Vieles haben wir auch. Haben uns sogar abgemeldet aus Deutschland und sind dann nach 16 Monaten zurück, haben den Van gekauft und wollten eigentlich mit dem Van reisen, aber haben dann doch irgendwie Bock gehabt, das normale Leben in Anführungszeichen, in dieses normale Leben zurückzugehen und das Café halt aufzumachen. Ja. Ja. Und jetzt, quasi 2 Jahre später, weil ungefähr vor 2 Jahren sind wir in die Wohnung gezogen und hatten das halt wirklich als Plan. Jetzt 2 Jahre später stehen wir doch wieder auf der anderen Seite und sagen, nö, wir wollen doch im Bus leben. Ja, weil wir damals auch dieses Content-Creator-Ding, sage ich jetzt mal, auch noch gar nicht gemacht haben. Auf Weltreise nicht und mit dem Van auch nicht. Das war ja auch so meinetwegen, dass wir die Reise dann auch abgebrochen haben, weil ich einfach mich so ein bisschen
nicht orientieren konnte oder einfach so ein bisschen lost gefühlt habe und nicht so richtig wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, weil wir auch das Thema mit Content Creator noch gar nicht so hatten. Jetzt sind wir auf Reise gegangen und haben das quasi schon im Vordergrund gestellt, dass wir das halt auch gerne machen möchten und ausprobieren möchten, ob das auch funktioniert und ob uns das Spaß macht. Und genau. Wir haben uns auch ganz anders darauf vorbereitet und haben uns auch ganz anders drauf, also wir sind da schon, haben uns da auch schon in dieser Richtung ein bisschen auch geschult. Genau. Durch verschiedene Blogartikel, YouTube-Videos, Gespräche mit anderen Content-Creator haben wir uns da so unseren eigenen Zeitplan und unsere eigene Organisation quasi aufgebaut. Und deswegen fühlen wir uns jetzt viel sicherer und können uns das viel eher vorstellen, als das ja jetzt noch vor 2 Jahren der Fall war. Und deswegen hilft das uns total, wenn du unsere Videos guckst. So, und wenn ihr euch, ja, wenn unsere Videos euch gefallen und ihr teilt die Videos, ihr kommentiert die Videos, das hilft uns natürlich dabei, weil jetzt gibt es keinen Plan B mehr, jetzt gibt es nur noch Plan A. Genau. Das heißt, komplett in den Bus ziehen und ja, die Reise geht weiter, würde ich sagen. Die Reise geht weiter, ja. Wir verraten noch nicht wohin. Aber wir haben da schon so eine Idee. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt schon genug gequatscht. Vielen Dank fürs Zugucken, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und noch sind wir in Schweden und im nächsten Video sind wir wahrscheinlich nicht mehr in Schweden. Aber das verraten wir euch dann nächste Woche. Also macht's gut, bleibt gesund, bis dahin. Tschüssi.